Willkommen zurück, Leute, zu Fairy Legends of Avalon, hier im Kampf mit den Ghulen. Schreiender Ghul, normaler Ghul und so weiter und so fort. Die kriegen jetzt erstmal eine rein. Die wollen wir in den Höhlen nämlich nicht mehr sehen. Super, dass die brennen direkt am Anfang. Okay, der dritte nicht, das ist aber nicht schlimm. Ja, hol mal den Waschbär und die Bienen. Ja. Juhu! Dann ist er zumindest vergiftet, wenn er auch nicht brennt. Schönes Inferno auf alle drei Ghule. Ach man, Leute. Sterbt mal schneller. Der eine Ghule ist auf jeden Fall gleich hin. Drake und Grimm sind geschwächt. Und jetzt sind wir wieder dran. Wir machen mal Eis. Oh, der ist jetzt auch dran. Jawohl. Ja, der Drake, der hat's einfach drauf. Ist so. Na komm, kill ihn. Ja. 750 Erfahrung und ein Fertigkeitspunkt, den wir erstmal verteilen können. Und ich mache den mal hier auf den Katzenschwanz. Was auch immer das... Habe ich den nicht gemacht? Doch. Upgrade. Ja. Ja, bestätigen. So. Die sind weg. Das ist super. Ich weiß gar nicht, wo wir waren. Ich bleib mal lieber hier, weil hier war ich zuletzt. Ach ja, hier, weil wir gegen ihn ja kämpfen sollen. Man kann zwar hier in die Ecken, aber hier war auch nichts mehr, glaube ich. Nee. Dann kämpfen wir doch einfach mal gegen den Jim. Gegen den Jin. Wenn wir das machen sollen, dann machen wir das. Los geht's, ab ins Vergnügen. Was habt ihr in der Höhle des Djinn zu suchen, ihr armseligen, winzigen Kreaturen? Wir sind gekommen, weil wir Wüstenelfenweberin Jamila vor dem Fluch befreien wollen, den du ihr auferlegt hast. Der Djinn wird den Fluch niemals aufheben. Er ist ihre gerechte Strafe, weil sie nicht fähig ist, den Djinn zu lieben. Wenn du sie befreien willst, musst du erst den Djinn besiegen und ich bezweifle, dass du dazu in der Lage bist. Wir werden die Waffen sprechen lassen, wenn du nicht auf die Stimme der Vernunft hörst. Oh, und da geht's auch schon los. Kämpfen wir gegen den Djinn. Kriegst erstmal dreimal Tornado. Was hältst du davon? 86. Ah, 43 und 43. Naja, der erste war der beste. 24, 35. Das stecken wir locker weg. Feuerball. Drake, das machst du bisher immer ziemlich gut. 59, super. Und das bleibt dabei und er brennt auch schon. Jawohl, 3x59. Einmal den Waschbären bitte und einmal den Bienen, die Bienenbeschwörung. Und vergiftet. Er brennt und ist vergiftet. Sehr gut. Wir machen mal Eisgeschoss und Tornado. Jawohl. 94, super. Ja, wir machen mal ein bisschen Eis das nächste Mal. Das ist ja gar nichts. Was er an Angriff hat, ist wirklich nicht viel. Bisher hatten wir nicht wirklich starke Gegner. 90. Er ist schon über die Hälfte tot quasi. Da kann man das so sagen? Nee.
über die Hälfte geschwächt. Tod ist tot. Über die Hälfte tot sein kann man nicht. Eisgeschoss habe ich gesagt. Dann machen wir das auch einfach mal. Ich glaube, sie macht das mittlerweile sogar viermal. Und immer 94. Jetzt haben wir ihn. 800 Erfahrungen und das ging so schnell. Du hast ihn besiegt. Vielleicht ist das die gerechte Strafe dafür, was er Wüstenweberin Jamila angetan hat. Ja, vielleicht Wüstenweberin Jamila erlösen. Jetzt musst du den Fluch aufheben, mit dem du Wüstenelfenweberin, was für ein Name, Wüstenelfenweberin Jamila besiegt hast. Sie hat es nicht verdient, den Rest ihres Lebens im Körper eines Wüstenfuchses zu erstecken. Nun gut, ich muss mich konzentrieren. Amateur, Firm, in Repel, Sarvül. Der Fluch ist aufgehoben und jetzt müssen sie wieder ihre ursprüngliche Gestalt angenommen haben. Und nun lasst den Djinn bitte allein. Ihr seid ehrenhafte Krieger und der Djinn braucht Ruhe, um über sein Fehlverhalten nachzudenken. Gut, wir gehen. Lebe wohl. Na, das war ja easy. Easy peasy. Und er sabbelt jetzt gar nicht mehr mit uns, oder? Ja, okay. Wir besuchen dich nur. Okay. Dann tschüss. Guck nochmal hier so rum. Da war nix, da war nix. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Was ist hier? Nix. Die Frage ist, ob wir halt den Mann hier finden. Ich dachte halt, wir finden den Mann hier, aber wir finden ihn irgendwie nicht. Das finde ich schade. Und das sollen hier die Innereien sein, dieses Schleimige, hat mir jemand gesagt von euch. Das finde ich ekelig. Die Innereien von einem Skarabäus irgendwie da drin rumzufliegen. Überhaupt habe ich mir immer nie Gedanken gemacht, dass wir gerade im Skarabäus sind. Aber natürlich macht das Sinn. Und das ist nicht unbedingt besser, sich darüber Gedanken zu machen. Keine Ahnung, wo der sein soll, der Mann. Dann ist er doch ganz woanders, aber nicht in der Höhle. So, hier wird auch schon gespeichert. Ich glaube, ich brauche mal unser... Nee, nicht das Inventar. Das brauchen wir eigentlich nicht. Haben wir hier bei Kleidung jetzt Luft verbessert? Nö, ne? Wir haben alles Mögliche, aber nicht das, was wir wollen. Geschichte wollte ich. Hallo? Geschichte. Geschichte. Wüstenelfenweberin. Besiege den Djinn, sprich mit Wüstenelfenweberin Jamila. Wo ist sie jetzt? Wahrscheinlich als Fuchs... Jetzt nur als Jamila, also da, wo der Fuchs war. Das Hochfliegen dauert so lange immer. Da ist sie doch. Hallo. Ich danke dir von ganzem Herzen, Alexis. Ohne deine Stärke und deinen Mut würde ich immer noch unter dem Fluch des Djinn leiden. Hier, ich will dich dafür belohnen. Nun kann ich die Windfallen für dich weben. Das ist ja toll. Ich danke dir. Toll, elektrisches Set. Nur, dass ich das eigentlich nicht brauche. Können wir nochmal... Sei gegrüßt, Bezwingerin der Djinn. Konntest du den Durst des heiligen Skarabäus stillen? Außergewöhnlicher Stoff. In meiner Welt lebt eine begnadete Näherin, die von deinen Fähigkeiten gehört hat und davon träumt, mit deinen Stoffen zu arbeiten. Es schmeichelt mir, dass man in deiner Welt um meine Fähigkeiten weiß, Alexis. Hier, gib ihr bitte dieses Stück Stoff mit meinen besten Grüßen. Ach, wie cool. Ja, noch mehr bitte. Djinn Weberin. Dein Liebster. Und was ist mit deinem Liebsten geschehen? Dieser gemeine und grausame Djinn hat ihn in den Spiegel gebannt und damit aus der Stadt gejagt. Dann fragte er mich ein letztes Mal, ob ich ihn liebe. Ich war so traurig und konnte meine Tränen nicht verbergen. Da wusste er Bescheid. Ach so. Ach so, so. Warum hat dich der Djinn verflucht? Weil er in mich verliebt war und ich seine Liebe nicht erwidert habe. Ich habe es ihm mehrmals gesagt, aber er wollte es einfach nicht wahrhaben. Er war überzeugt davon, dass er mein Herz eines Tages erobern könne. Mein Herz gehört bereits jemandem, und zwar einem Bewohner des Armenviertels, der mit Hilfe des Spiegels aus seiner fernen Welt in die Stadt der Illusionen geflohen war. Als der Djinn das herausfand, wurde er rasend vor Wut. Wer könnte das denn wohl sein? Okay.
Wüstenfuchs. Warum wurdest du in den Wüstenfuchs verwandelt? Das wissen wir doch. Und der Djinn war das, weil er eifersüchtig war. Nee, ja, wir wissen das doch mittlerweile. Was ist mit Weberin? Du warst einst eine Weberin, nicht wahr? Ohne überheblich klingen zu wollen, aber ich war die beste Weberin der ganzen Stadt. Einige Bewohner glaubten sogar, dass ich von den Djinn entführt und gezwungen wurde, das Himmelszelt zu weben. Okay. Aber, ja. Na gut. Können wir jetzt von ihm was oder was? Hallo Alexis. Morgianas Mann. Du weißt zufällig, wo Morgianas Mann steckt, oder? Ich glaube, ich bin ihm im oberen Teil des Viertels über den Weg gelaufen. Okay, danke. Im oberen Teil des Viertels, ja. Wo ist der Mann? Dann gehen wir hier mal einfach weiter. Und zwar hier lang. Vielleicht versteckt er sich ja hier oben irgendwo. Ich weiß nämlich nicht. Ach, der könnte das doch. Ja, einer von denen vielleicht? Nee, die hatten wir doch schon gefragt, oder? Ganz oben auf dem Tempel, so direkt im Herzen des Schlupfwinkels der Ghule. Also ganz oben auf dem Tempel. Dann da nochmal probieren. Jetzt sind hier aber zwei. Waren hier vorher auch zwei? Duban? Ich danke dir. Vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt. Aber es ändert gar nichts. Du musst noch viel leisten, damit du bei mir gut dastehst. Achso, der ist das, der ihm jetzt mit den Pflanzen hilft. Ja, okay. Wo ist der Mann? Warum ist der nicht irgendwo, wo man, ja, ihn sehen kann? Und dem Skarabäus müssen wir auch immer noch helfen. Sagt der hier unten jetzt vielleicht was dazu? Dass wir sie befreit haben? Nee, ne? Die Sphinx hier, der Sphinx. Ah, Abschied, okay. Oberes Viertel, was ist hier? So blinkt das hier so. Windfalle aufstellen. Ach so, die können wir jetzt hier aufstellen. Na gut. Dann machen wir das mal. Noch mehr? Ja, da hinten. Ich finde es schön, dass wir den Stoff haben, aber ich finde es blöd, dass wir ihren Mann nicht haben. Das ist blöd. Versteckt er sich irgendwo vielleicht? Ich meine, die Tipps sind zwar nett, schön und gut, aber man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht, ob die wirklich helfen oder ob die das nur sagen, weil sie selber nicht wissen, wo der Mann ist. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mich daran halten soll. In der Höhle der Ghule waren wir auf jeden Fall schon. Und das hat dann doch nicht geklappt gehabt. Was ist hier? Mit unten nochmal lang schweben. Aber wir wollen auch die Windfallen gerade aufstellen. Deswegen. So. Ja, Wüsten. Okay, das hat nichts gebracht. Was steht denn jetzt hier eigentlich? Lege Windfallen. 4 von 5. Ach, deswegen. Wir haben noch nicht alle. Da die eine fehlt direkt vor uns. So. Erstatte im Sphinx Bericht. Okay. Jetzt ist es soweit. Jetzt können wir mit dem Sphinx reden. Wo ist der Mann? Ich will den mal wieder tauschen hier. Unseren Typen. Selim, Komma. Ja, du bist immer dankbar. Benny, du hast es geschafft. Der Tja sah das hier gar nicht in deinem. Mir macht das Ganze noch. Auch ich freue mich, dass wir deine Welt gerettet haben. Unsere Magie wird nun stärker. Es gab auch andere Welten, die ebenfalls große Probleme hatten, die jetzt langsam wieder ins Leben zurückkommen. Ich weiß, dass es noch viele weitere Welten gibt und vielleicht werden wir auch diese retten können. Du bist so mutig und wenn du möchtest, dass ich dich auf deiner Mission begleite, werde ich dir folgen. Ich würde gerne meinen Teil dazu beitragen, dass die Magie gerettet wird. Es würde mich sehr freuen, wenn du mich begleiten würdest, aber denkst du nicht, dass es dir schwerfallen wird, so weit weg von zu Hause zu sein?
Ich habe so viel von dir gelernt. Früher dachte ich, dass sich die Bewohner der anderen Fairy-Welten nicht um uns scherten, aber jetzt habe ich den Wunsch, selbst auf Reisen zu gehen und so viel wie möglich zu helfen, wo auch immer meine Hilfe nötig sein sollte. Dann auf geht's. Komm mal mit. Begleit mich mal, du geiler Typ, du. Ersetz mal Grimm. Ja, ja, du liebst mich. Du findest alles toll, was wir machen. Was? Natürlich, doch ich sage es, weil ich es ehrlich meine und meine Verpflichtung dir gegenüber hat mittlerweile ganz andere Formen angenommen, weil mein Leben auf ewig dir gewidmet sein wird. Mein Herz gehört dir, Alexis. Oh Gott. Wir sind aber nur Freunde. Nein, wir haben die gleichen Gefühle, weil wir... Was mit Asiel? Ist er irgendwie... Ist er raus? Ja, ne? Wir nehmen jetzt ihn hier. Wir sagen mal gleich Gefühle. Und mein Herz gehört dir. Ach, sieh nur, es kommt mir so voll, als ob die Sonne heller strahlt denn je und die Wüste noch schöner wirkt, als sie ohnehin schon ist. Du hast mich so glücklich gemacht, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Von nun an werde ich immer an deiner Seite sein. Bin so froh. Yay, wir haben ein Pärchen gemacht. Asiel wird das nicht so toll finden, oder? Hallo, meine Hübsche, was kann ich für dich tun? Nein, du kannst hier bleiben. Eigentlich finde ich Asiel auch cool für sie. Eigentlich passt er viel besser optisch auch zu ihr. Aber ich finde das irgendwie süß, dass er jetzt hier sowas gesagt hat, womit ich gar nicht gerechnet habe. Deswegen wollte ich seine Liebeserklärung nicht zerstören. So, jetzt können wir mit dem mit der Sphinx quatschen. Natürlich mache ich weiter Ausschau hier nach dem Mann, aber irgendwie werde ich nicht wirklich fündig bei ihm. Das ist schade. Einfach mal gegen den Skarabäus getitscht. So, mein Lieber. Mit deiner unbändigen Stärke und deinem scharfen Verstand konntest du den Skarabäus und damit die ganze Stadt retten. Dank deiner Hilfe kann Magie wieder diese Welt durchdringen. Danke für deine Hilfe, Sphinx. Lebe wohl. Cool. So. Das haben wir gemacht. Was steht jetzt hier so? Begib dich zurück zu Oberon. Ach so. Berichte Gobeldick von seinen Cousins. Können wir jetzt auch machen. Höchste Stadt der Welt ist vielleicht ja der Turm von Oberon. Könnte ich mir vorstellen. Finde mehr über das Verschwinden von Morgian das Mann heraus. Ich weiß nicht, wo der ist. Bringe das außergewöhnliche Sturz zu Arachen. Das ist wunderbar. Uns fehlt eigentlich nur noch der Mann. Nur der Mann fehlt uns. Dann haben wir es. Wo ist der? Ich will das jetzt gerne wissen. Weiß es jemand von euch hier zufällig? Danke. Ciao. Ihr seid alle dankbar. Das ist schön. Ich könnte mir vorstellen, dass er, wie gesagt, auch ganz unten irgendwo rumlungert, weil er sich da ja auch gut verstecken kann. Aber ich meine, dass wir hier nichts mehr hatten. Ich klappe jetzt nochmal auch alle Leute ab. Vielleicht brauchen die alle noch Hilfe, Fragen. Rein in die Wüste, Abschau. Okay, wer war das? Ibrahim. Ibrahim. So, dann haben wir noch hier Badr al-Din. Fragen. Tschüss. Den haben wir auch. Wer fehlt? Wer fehlt? So, die haben wir auch nochmal. Ja, ne? Ciao. Dunyurzade oder wie auch immer sie heißt. Das waren doch aber noch nicht alle hier. Dass sie. Dass er. Jemanden vergessen. Der andere ist oben und arbeitet oben. Hier, ihn hatten wir noch nicht. Abu Hassan. Ciao. Nee, der kann uns auch nicht helfen. Ist der denn? Komisch. Haben wir schon gehabt. Oh Mann, oh. Also ist er doch vielleicht oben. Wenn er aber oben ist, warum sehe ich ihn dann nie? Haben wir irgendwie den höchsten Punkt noch nicht erreicht?
Sadar vielleicht? Nee, da sind nur die beiden. Und die reden sich ja auch immer so komisch raus. Nee, ich bin nicht der Mann, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass es einer von denen ist. Ist er jetzt eigentlich zufrieden mit ihm? Morgianas Mann. Ich meine, ich hätte nie gedacht, so eine Furie einen Mann haben könnte. Tut mir leid, ich kann dir leider nicht weiterhelfen. Geh jetzt, entschuldige mich bitte, ich muss mir um meinen kleinen schönen Tag noch. Du machst mir doch was vor, irgendwas stimmt hier nicht. Spuck's aus. Also er ist es. Ist ja gut, ich leg die Karten auf den Tisch. Er ist ihr Mann, Ali. Aber bitte, ich flehe dich an, sprich nicht mit Morgiana über mich. Die Frau treibt mich in den Wahnsinn. Achso, er meint Ali, so mäßig. Dass er es selber ist, wie sagt er dann er? Gut, ich verspreche es dir. Ich werde nicht mit ihr über dich reden. Sagt er da noch was zu? Nee. Okay, also. Al-Shamandal. Aber ich muss ja mit ihr jetzt reden, sonst werde ich den Quest ja nicht lösen können. Wo ist jetzt sie nochmal? Bin ja froh, dass ich überhaupt ihn gefunden habe jetzt noch. Ich dachte, ich muss einen Cut machen. Die war doch da oben. Da hinten, genau. Komm mal her, du Vibe. Und wo steckt er? Hast du meinen lieben Ehemann gefunden? Ich suche wirklich überall nach ihm, das musst du mir glauben. Hopp, hopp, was stehst du hier herum? Hä, wieso? Ali? Dann meint er nämlich doch nicht sich selbst, sondern... Ach, hä, dann habe ich das falsch verstanden. Okay, der ist es dann nicht. Das ist Duban. Dann haben wir ihn jetzt verpetzt, ne? Also, er hat ihn verpetzt. Ja, kannst du mal dahin fliegen? Ja, er ist es. Okay. Grüße dich, Freunde aus unserer Welt. Was kann ich für dich tun? Ich bin auf der Suche nach Morgianas Mann. Bist du das zufällig? Wer soll ich sein? Das ist völlig grotesk. Ich bin nicht ihr Mann. Definitiv nicht. Ich weiß, dass du Morgianas Mann bist. Es hat keinen Zweck zu lügen. Das stimmt nicht. Ich bin nicht ihr Mann. Doch. Du wurdest verraten. Es macht keinen Sinn mehr, weiter zu lügen. Nein, nein, ich flehe dich an. Ja, ich geb's zu, ich bin ihr Mann. Aber bitte, bitte hilf mir. Sag ihr nicht, wo ich bin. Ich bitte dich inständig darum. Das Leben mit ihr ist zusammen war die reinste Hölle. Ich werde dich dafür auch belohnen. In Ordnung, ich sag nichts. Aber warum hast du dich denn einfach aus dem Staub gemacht? Du kennst sie nicht. Das Leben mit ihr war die reinste Qual. Sie hat nicht aufgehört, mich anzuschreien. Ich habe es einfach nicht mehr ertragen. Bitte, ich geb dir einen sehr wertvollen Gegenstand, wenn du ihr nicht verrätst, wo ich bin. Oh, das ist schwierig. Auf keinen Fall in Ordnung. Nee, ich mach das nicht, weil die soll schon wissen, wo ihr Typ ist. Dann soll er das ihr sagen, was ihn stört. Soll die mal ein paar Beziehungsgespräche führen oder soll sie einfach verlassen? Man hat mich um einen Gefallen gebeten und ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um dieser Bitte zu entsprechen. Du musst dir selbst eine Lösung für dieses Problem einfallen lassen und dich endlich wie ein Erwachsener benehmen. Selbstmitleid und Versteckspielchen haben noch nie irgendwas gebracht. Ich werde zu ihr gehen. Düdüm. Du herzloses Monster, wo warst du? Wie konntest du es wagen? Aber Schatz, ich... Nenne mich nicht Schatz. Wirst schon sehen, was böse Ehemänner erwartet, die einfach verschwinden, ohne ihrer Gattin Bescheid zu sagen. Ich warte schon seit Tagen darauf, dass du mit den Einkaufen zurückkommst. Jetzt seid ihr ja wieder glücklich vereint und ich kann gehen, oder? Ja, ja, danke für deine Hilfe. Es gibt sehr viel zwischen mir und meinem Mann zu bereden. Bis demnächst. Okay, dafür habe ich eine Errungenschaft bekommen und ein RZ bekommen. Aha, aha. Also ich habe mich für sie entschieden und ich finde das gut, dass er bei ist. Es wird ihm nicht so toll schmecken, aber wenigstens können die das bequatschen. Und damit haben wir nur noch die letzten Schritte für dieses Spiel zu erledigen, was ich sehr cool finde. Wir sehen uns im nächsten Part von Fairy und gehen dann zurück zu Oberon und haben das dann in der Stadt der Illusionen erledigt, alles würde ich sagen. Also ist er jetzt nicht mehr durstig eigentlich, der Skarabäus? Oder wie oder was? Oder kommt das noch? Ich finde das immer so schade, dass man das Schiff damals nicht wegschweben hat sehen oder wie auch immer und ja, und dass man auch hier in der Stadt der Illusion das irgendwie nicht sieht, dass der Skarabäus, also dass man da nicht ein paar coole Animationen sieht, so bam, wir haben es geschafft, aber ihr wisst, was ich meine. Wir sehen uns im nächsten Part, bis dann.